der erste Doppelspieltag in der Fußballgruppenliga auf dem Programm. Die SG Viktoria Bronzell hat den ESV Petersberg zu Gast und hofft auf den ersten Sieg der noch jungen Saison. Mit einigen Veränderungen in der Anfangself erwischt Bronzell auch den besseren Start, kann die Chancen aus der Anfangsphase jedoch nicht konsequent nutzen. Das Spiel verflacht nun zusehends. Schließlich dauert es bis zur 32. Minute, ehe in einem der beiden Strafräume wieder Nennenswertes passiert. In der 32. Minute versucht es Petersbergs Adrian von Pazatka mit einem Fernschuss, den Bronzells Keeper Johannes Irik abprallen lässt. Im Nachschuss trifft zwar Boris Aschenbrücker, doch der wird zurückgepfiffen. Stürmerfoul. Bis zur Pause häufen sich dann die Fouls auf beiden Seiten. So muss Bronzells Philipp Diegelmann wegen einer Platzwunde am Kopf kurz neben dem Platz behandelt werden. Unmittelbar vor dem Pausenpfiff dann eine Doppelchance für Petersberg. Doch Boris Aschenbrücker und Daniel Nüchter scheitern an Torwart Irik. Torlos geht das Spiel in die Pause. Nach dem Pausentee kommt schließlich Petersberg gestärkt aus der Kabine. Erst fährt der ESV einen super Konter, doch Adrian von Pazatka legt sich den Ball zu weit vor. Dann läuft die 55. Minute, als es erstmals klingelt. Der Freistoß von Patrick Wingenfeld kommt scharf vor das Tor und dann verlängert Torjäger Boris Aschenbrücker die Kugel ins Netz. 1:0 für die Gäste aus dem Weidesgrund. In der 62. Minute dann wieder Bronzell im Angriff. Doch der Schuss von Philipp Diegelmann ist aus kurzer Distanz viel zu harmlos. 7 Minuten später macht Petersberg schließlich den Sack zu. Als letzter Mann fault Maximilian Weiß Petersbergs Adrian von Pazatka im Strafraum. Rote Karte und Elfmeter für den ESV. Den verwandelt Andreas Pschoscher eiskalt. Nun bricht Bronzell völlig ein. In der 73. Minute trifft der gerade eingewechselte Edis Mehmedov zum 3:0 für Petersberg. Selbiger kann in der 77. Minute zugleich noch erhöhen, trifft aber nur den Pfosten. Doch während sich die Gastgeber völlig aufgeben, erzielt Adrian von Pazatka, dessen Schuss noch abgefälscht wird, das 4:0 in der 78. Minute. 2 Minuten später köpft Daniel Nüchter einen Freistoß von Ibrahim Kükükler seelenruhig ein, 0:5 aus Sicht der Gastgeber. Ja, zu dem Spiel heute ist natürlich ganz unglücklich gelaufen im Endeffekt. Wir hatten uns nach dem Spiel gegen Künzell viel vorgenommen. Da hat die Mannschaft eine richtig gute Leistung, auch von der Einstellung her gebracht. Wir sind heute relativ gut ins Spiel reingekommen, haben die ersten 15, 20 Minuten die Räume gut eng gemacht, haben gut verschoben, die Abstände haben gestimmt. Durch ein paar blöde Aktionen haben wir dann den Faden verloren. Dann fällt bis zur Halbzeit lief es dann noch einigermaßen ausgeglichen weiter. Petersberg hat noch 2 gute Torchancen gehabt, wir haben den Pfostenschuss gehabt. Ja, nach der Halbzeit haben wir uns auch wieder viel vorgenommen. Dann kriegen wir das dumme Tor und kommen dann völlig aus dem Spiel raus. Ne? Also war dann im Endeffekt eine Kopfsache. Die Räume haben nicht mehr gestimmt, die Abstände haben nicht mehr gestimmt. Geht der Kopf auch manchmal ein bisschen runter, gerade in der Phase, in der wir jetzt sind. Jetzt hilft es nicht irgendwie groß rumzumeckern. Wir müssen uns jetzt wieder aufrichten und aufs nächste Spiel gucken. Einfach dranbleiben. Ja, sicher. Wir haben die zweite Halbzeit wieder sehr effizient gespielt. Pausenstand 0-0, war ich ein bisschen unzufrieden. Gerade im zweiten Teil der ersten Halbzeit, denke ich, haben wir schon eine gewisse Dominanz ausgeübt, hatten einige Chancen. Da waren wir dicht davor. So hatte ich auch in der Halbzeitansprache den Spielern versichert, wenn wir so weitermachen, muss eigentlich ein Tor fallen. Letztendlich sind wir auch belohnt worden. Wir waren sehr fleißig, zweite Halbzeit zudem sehr effizient. Die Mannschaft funktioniert als solches zurzeit wunderbar. Also ich freue mich für jeden einzelnen jungen Spieler, den wir hier haben. Belohnen sich unterm Strich selbst für den Trainingsbetrieb, für das Zuhören. Ja, und letztendlich ist das wirklich jetzt wunderbar, was wir jetzt erstmal für den Start hingelegt haben.